It's your boy. Willkommen zum heutigen CSGO Top 10 Skins Video. Heute die letzte Schusswaffe und zwar die Negev. Hey. Das Ganze natürlich wie immer Hand in Hand mit unserem Partner. Skinbardon. Skins kaufen und verkaufen. Auch Keys und andere Sachen. Für Geld. Direkt. Nicht auf Steam-Konto oder sowas. Nein, echt Geld. Mein Skinbaron-Partner-Link steht natürlich in der Beschreibung. Wir beginnen jetzt sofort mit dem Platz Nummer 10. Da haben wir die wunderschöne Bulkhead. Ja, ne? Geht. Aber ja, 10. Platz halt, ne? Verdient? Wahrscheinlich. Und genauso verdient ist auch der Preis für das Teil. 12 Cent, 9 Cent, 23 Cent. Sieht ein bisschen Gold aus von weiter weg in klein. Oh ja, Platz Nummer 9. Da liegt die Nuclear Waste. Ist schon deutlich besser, ich weiß. Wow, gelb, auch ein bisschen goldig. Und halt auch strahlend. Vorsicht. Zugriff, auf jeden Fall möglich. Sofern 50 Cent nicht zu viel für euch sind. Oder auch mal 80 Cent oder mal 1,20 Euro. Um Gottes Willen, 2 Euro was, würde ich nicht kaufen. Ach, Gott, auch Gott. 44 Euro. Ah, da sind wir auch Sticker drauf. Okay, komm, lass uns Sticker drauf. Alles klar. Gehen wir einfach mal einen Platz weiter. Und zwar sogar zur aktuellen Neuerscheinung durch die Prisma 2 Case. Die Prototype auf dem 8. Platz. Da haben wir schon festgehalten in dem Case-Vorstellungsvideo, dass die ganz nett ist. In der gesamten Case natürlich eher weiter unten liegt, aber ja, immerhin ein bisschen weiß und rote Strichlein drauf, was soll's. Da kann man den 8. Platz schon mal belegen. Leider gibt es für die Prototype noch keine Angebote auf Skinbaron. Ich habe mich für euch aber natürlich schlau gemacht, der Preis liegt wohl aktuell zwischen 30 Cent und 3,50 Euro. So, plus minus. Die Manowar liegt auf dem 7. Platz, man kennt sie ja bereits, das ist ein Schnuckelchen, gerade mit StatTrak immer wieder gern gesehen. Vielleicht auch nicht auf der Negev, eher auf der AWP, aber naja. Immerhin ist der Skin hier auf der Negev deutlich günstiger als auf der AWP. 9 Cent, guck mal da. Minimalware, ah ja, hopp, blatatatatata, liegt auf dem 6. Platz. Schlicht, aber sweet. Na, da ist natürlich schon einiges am Start, klar. Der Preis ist nicht so schön. Also Infected Renew für 10 Euro mit Steady Track in Minimalware 8,50 Euro. 88 Cent haben wir da oben ohne Steady Baddy. Ja, also da kann man schon etwas hinlegen, ist aber auch halt ein etwas feinerer Skin bereits. Platz Nummer 5 wird belegt von der Dazzle. Die ist ziemlich aufbedazzelt, blau und weiß. An sich ziemlich schlicht. Hier leider gerade nur in FT vorliegend, aber es reicht ja, sie sich anzuschauen. Das da hinten klappe ich immer ein beim Schießen. Na klar. Präzision. Der Preis schlägt auch präzise mit 5 Cent zu. Fast ausschließlich. Tatsächlich. Ja, oh. Die fällt aus dem Rahmen. Auf die Dazzle folgt direkt die Lionfish auf dem 4. Platz. Das Muster ist etwas ähnlich, aber dann auch nicht wirklich. Findet Nemo in diesem Bild. Gefällt mir ein bisschen besser, darum eben auch ein Platz weiter oben, beziehungsweise unten. Und insgesamt ein sweetes Teil, findet auch Gretel, auf jeden Fall. Und monetär gesehen kann man sich da auch gar nicht so arg stark beschweren, oder? Ein bisschen schon vielleicht, ein bisschen schon, aber nicht brutal. Ihr wisst, was jetzt kommt nach dem 4. Platz, und zwar die vorderen 3 Plätze. Ihr könnt natürlich wieder raten, was da wohl bei mir stehen wird und gerne eure eigene Top 3 in den Chat reinballern. Kommentare meine ich. Kurzes Klopfen, so wie früher, weil das ist ja jetzt immerhin der letzte Schusswaffenteil. Habt ihr überlegt? Sehr gut. Platz Nummer 3, Powerloader. Gelb, türkis, schwarz, grau, weiß, blau eher, nicht türkis, oder? Ist schon eher blau. Obwohl, die ein oder andere Dame würde hier wahrscheinlich auch türkis erkennen, nicht wahr? Schönes Teil, steht sogar Negev drauf, dass man weiß, was man in der Hand hat, falls man es vergisst. Den Preis vergisst man leider so schnell nicht, denn sie schlägt schon ganz gut zu Buche hier. 56,05 €. Aha, schnell zu Platz 2. Jetzt guckt euch mal dieses Schätzchen an. Die Lordmouth. Richtig gutes Zeug, ich weiß. Bestimmt verwandt mit dieser einen Galil, ne? Wer ist die? Auch irgendwas mit Mouth, oder? Ihr wisst schon, die, wo der Mund sich bewegt, wenn man ballert. Guck mal, die Augen. Aber was die aussagen? Vielleicht sogar sowas wie guter Preis? Oder befleckt? Na, ich würde sagen, eher guter Preis, oder? 34 Cent, 36 Cent. Guck mal, hier eine für 2,81 Euro in Minimalware. Was haben wir hier denn noch so rumliegen? Viel testet 1,18 Euro. Ja. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist auf dem 1. Platz? Na, nachdem die ganzen guten Waffen schon vorne sind. Was kann da sein? Tja, ich zeig's euch. Na, Leute? Das sieht gut aus. Das ist unser Platz 1. Mjölnir. Der Mjölnir. Der Hammer. Das ist all Lokis fault. Aber ich frage mich natürlich auch, wer schuld ist an den Preisen. Die sind nämlich gesalzen. Ja? Dreistellig mal easy peasy. Hier gibt es keinen zweistelligen Betrag. Huhuhu. Da langt man schon ordentlich rein. Das ist auch sicherlich Adrians Lieblingsskin hier bei den Negevs. Da bin ich mir sicher. Und auch mit dem Ende bin ich mir sicher, denn das waren jetzt alle Schusswaffen für die Top 10s. Jetzt kommt noch einmal ein Video für die Knives. Und möglicherweise nochmal eins für Graffitis, eins für Sticker und so weiter. Aber mit den Waffen sind wir erstmal fertig. Das war der zweite Durchlauf, 2019, 2020. Der erste war ja 2016, 2017, glaube ich. Ich denke nicht, dass es noch weitere geben wird. Außer es kommen jetzt 8 Milliarden Sachen raus und CSGO hält sich noch Jahre. Dann vielleicht in 2, 3 Jahren mal wieder was.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Kommentare und für die Daumen. Ich hoffe, euch haben diese Top 10 Sachen gefallen. Wie gesagt, es kommen schon noch die Knives und sowas, aber die Waffen sind jetzt abgeschlossen. Wir sehen uns.